Wasserleitung oder was weiß ich, was sie machen. Banglerod, immer noch zu. Man darf man wieder reinlaufen? Nee, man darf immer noch nicht reinlaufen. Ja, was Erfreuliches, ich habe das gerade gelesen, ich gehe mal davon aus, dass es stimmt. Also das Robert-Koch-Institut in Deutschland hat Thailand von der Blacklist genommen. Man darf also wieder nach Thailand reisen. Nur das einzigste Problem ist, jetzt müssen wir die Thais noch davon überzeugen, dass Deutschland auch sauber ist, dass die Deutschen ohne Quarantäne hier rein können, beziehungsweise überhaupt rein können, weil momentan darf man ja nur nach Thailand wenn man hier lebt oder hier ein wenn man Arbeitsverhältnis hat oder Familie. Also ja, schauen wir mal, wie das weitergeht. Also es war eigentlich gar nicht nötig, Thailand auf die Liste zu setzen, weil man konnte ja sowieso, man kann ja sowieso nicht einreisen. Aber das haben sie wohl jetzt gemerkt und das hat wohl dann das Robert-Koch-Institut oder das Auswärtige Amt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das, was ich gerade gelesen habe, stimmt, aber so sicher ist es ja nicht. Also ich habe es aus dem Internet. Also ja, das war dann noch die erfreuliche Nachricht. Jetzt müssen wir nur noch die Thais dazu bewegen, dass wir wieder aus Deutschland einreisen dürfen. Das Auto noch weiter gelaufen, das war nicht so gut. Also hier kann man Melonen kaufen, 15 Baht das Kilo. Na? Direkt vom Farmer. They grow here or what? This is different, not different species or not? Ja, geht auch so Seelöhren. Also hier gibt es rote Melonen und gelbe Melonen. Ne? Und ich gehe mal davon aus, dass sie da irgendwo da hinten anbauen. Ne? Und die kann man hier, ich kaufe gern so an der Straße, da weiß ich wenigstens, dass das Geld da ankommt bei den Leuten, die wirklich auch selber sich mit dem Anbau beschäftigen. Oh, they come from Patch of Kirikan. Also, 15 Baht ist also ein guter Preis, finde ich, für die Melone. Schöne große. Sadikab! Sadikab! Also, es kommt vom Prachuap Kirikan. Das liegt zwischen Chumphong und Bangkok. Also, ziemlich weit eigentlich. Naja. Gut, jeder versucht halt irgendwie, und das finde ich ja toll, anscheinend machen sie hier noch einen größeren Foodladen. Also vier Melonen für 107, ja, siehst du. What did I say, 37, ne? And they say it's 38, naja, da habe ich mir um ein Baht verrechnet. Ist doch nicht schlecht für Kopfrechnen, ich will es jetzt auch nicht so genau wissen, das ist auch okay. Ja, also hier ist ja diese Baustellung, das ist am Südende vom Patong Beach. Ich weiß nicht, ob sie das ganz abreißen oder nur entkernen. Aber wenn man schaut, die ganze rechte Seite hier, das ist ja alles, hier wird alles neu gemacht. Da ist der Burger King. Der scheint ja da zu bleiben. Schaut nicht nach Abriss aus. Aber da drin ist natürlich ein riesen Grundstück. Jetzt schauen wir mal hier, also gerade bin ich an einem 7-Eleven, der ist da vorne, der war auch zu. Gibt ja alle 5 Meter ein, aber der eine hatte zu, der eine war auf. Es ist halt einfach nichts los, so einfach schaut es aus. Und hier, das schaut auch irgendwie leer aus, wird aber vielleicht nur renoviert. Ja, das Wasser ist sauber. Wahrscheinlich gehen die jetzt auch mal wieder gerne in ihr Wasser.
Man muss aber auch sagen, früher sind die eigentlich nur beruflich da rein, aber in der Zwischenzeit, das ändert sich halt. Ja, wenig Leute, wie man sieht. Ja, heute ist Samstag, ich war gerade im Makro und dann schaue ich halt mal wieder hier am Strand, was los ist. Ja, eigentlich nichts, viele Einheimische und die, die hier sind, sind bestimmt keine normalen Touristen, entweder Leute, die hier leben oder die einfach halt hängen geblieben sind. Es gibt ja doch einige, die nicht rauskamen, wie der Anton und der Roland und der Adi. Ne? Da gibt es wahrscheinlich, angeblich sitzen ja 5000 fest. Wahrscheinlich viele mehr oder weniger freiwillig. Gut, dann gehe ich wieder zurück zum Auto. Und, Sadikab. Ja, hallo, wo kommst denn du her? Was für ein Zufall. Ich bin gerade im Eingreif. Bist du schon länger hier? Ja, 10 Minuten. Okay, und von wo? Direkt aus Amerika angekommen oder? Oder aus Deutschland? He was at the same spot. Maybe he's still at the same spot. Ja, und hier ist die, hier ist halt die Baustelle. Ne? Schauen wir mal, was da hinkommt. Also ich werde immer mal wieder einen Film machen. Aber eigentlich ging es jetzt nicht so vorwärts. Also ich denke mal, die entkernen jetzt und reißen das nicht ganz ab. Ne? Vermute ich mal. Ja, wie gesagt, hier alles leer. McDonald's hat zu. Also wenn der McDonald's zu hat, dann wissen wir ja, was Sache ist. Hinten gerade die Baustelle. Ja, kein Cheeseburgers. Ist immer mal wieder interessant, hier durchzufahren zu der Zeit, was sich verändert und was sie umbauen. Hier Straßenbauarbeiten, Wasserleitung oder was weiß ich, was sie machen. Wine Connection, this is something for rent again here, ja. Yeah. What do you want to do? Meine Banana Disco, die haben natürlich keine Probleme, weil es sie schon ewig gibt, die haben keine Schulden. Ne? Denn dann ist es egal, wenn es mal 5 Monate zu ist oder 6. Kommt halt immer drauf an, ne? Wie du aufgestellt bist. Tropicana, hier ist die Bangla Road. Immer noch zu. Ne? Bangla Road. Immer noch zu. Man darf man wieder reinlaufen? Nee, man darf immer noch nicht reinlaufen. Hier steht's, no entry. Die haben die Straße neu geteert. Ja, jetzt schauen wir mal, wann man hier wieder rein kann. Ne? Ob sie abreißen, da vorne wird renoviert, you see? Bei der Pfanne war schon, hat mein Auto nicht gemacht. Hm. Aber es gibt so viel zu tun. Und wer will doch noch in den Shopping Mall gehen? Ja, die Shopping Mall, dafür braucht man nicht nach Phuket. In Bangkok ist sowas gerechtfertigt oder irgendwo im Landesinneren. Aber hier, meiner Meinung nach, Wasserparks und so weiter zu errichten, für was denn? Ich habe ja meinen Wasserpark am Strand, genau. Schöner geht's doch gar nicht. Ja. Ja. Gut, wenn man jetzt irgendwo ist, wo es kein Wasser gibt, dann ist das ja gerechtfertigt. Aber hier, für was denn? Na, lieber schauen, dass man das Wasser sauber hält, dass die Leute immer mit Genuss ins Wasser gehen, anstatt die ganze, wie es ja auf der ganzen Welt ist. Ne? Man muss wirklich mehr fürs Wasser tun. Jetzt hat sich das mal erholt. Und das merken natürlich auch die Einheimischen, darum gehen sie wieder schwimmen im Patong. Ja gut, ich war jetzt ein paar Mal am Strand, habe Zigarette geraucht, ich schaue am Boden, Leute schmeißen ja Zigarettenkippen genauso hin wie früher. Mhm. Ich habe meine Zigarette ausgemacht im Sand. Ich habe einen Filter mitgenommen. Ja. Ja. Also ohne Filter ist es ja egal. Es ist nicht egal. Ohne Filter ist egal. Kiana hat ein schönes Bild wieder gemalt. Ja. Hier ist auch ein schönes Bild. Gute Musik. 280er Mercedes. Den habe ich immer im Winter gefahren. Und im Sommer habe ich so einen Schwalbenschwanz gehabt. Ja. Mit Schiebe davon, beides so ein Cabriolet. Aber es war so ein Schwalbenschwanz. Von Mercedes? Ja, Schwalbenschwanz noch. Ach so, war aber ganz alt. Ganz alter, ja. Naja, damals war er nicht ganz so alt, aber auch damals schon alt.
Und dieser Schwalbenschwanz mit den Dingern hinten, mit weißem Ledersitz, das war ein geiles Auto. So marineblau, so blau, Originalfarbe. Die weißen Ledersitze, das war schon ein geiles Ding. Das brauche ich heute noch. Das brauche ich heute noch, ja. Und dann habe ich mal einen Ponton noch gehabt, den haben wir mal zusammen gekauft. Das war Mercedes. Vor dem, der hat ein bisschen so eine Käferform gehabt, aber natürlich Mercedes-mäßig. Der war vor dem Schwalbenschwanz, das Modell. Das war 60er Jahrgang, 58er. An die großen BMWs kann ich mich noch erinnern, die V8 oder was, oder V8 glaube ich waren das, ne? Also wo es bei ISA 12 oder wie das geheißen hat, das waren riesige Kriege waren das, ja. Yeah, you say, you get that market, yeah? Huh? You get that market? No, villa market, not market. Genau wie nicht also again, ne? Ketchup, Mayonnaise, ne? Well, that's why you said, I thought we were finished, ne? I took everything away, I said, where's my hot dog? No, they can put it in the fridge because it's so hot here. No? We need mayonnaise and ketchup and everything again. The sauces for all this. They have to learn about the sauces. Oder wenn die, wo die meisten Fenster sind, zu dem halte ich dann. Nein. Oder wenn einer allein ist, dann halte ich halt zu dem. Mir ist es echt egal. Also, Hauptsache die Gäste bleiben. Aber ich muss sagen, wie damals diese Weltmeisterschaft waren, wo die Deutschen da gegen Brasilien, war das ja 6 Tore oder was gespielt, so ganz, also oder das war doch ganz hoch, das Halbfinale. Da habe ich daheim geschaut und bin dann aufgewacht durch das Geschrei, ich bin da eingeschlafen. Und da muss ich sagen, das war wirklich ein gutes Spiel. Das war richtig schnell und na gut, ein Tor nach dem anderen. Weltmeisterschaft ist schon ab und zu. Ja, das ist schon ein gutes Spiel. Kann man schon anschauen. Ja, sicher. WM ist schon. Aber wo haben sie die her? Wenn es nur ein Hin- und Herschieben ist und nichts passiert, dann ist scheiße. Und da die verletzt und gar nicht verletzt. Ja. Aua, du bist in gar nicht Simulanten. Und ja. Blendet. Ja, heute mal mit dem Adi hier auf in seinem im Rooftop. Da ist er immer in der bis in der Früh um 3. Aber es gibt ja keinen Lockdown mehr, jetzt ist man ja wieder, oder? Nichts mehr. Also wir dürfen wieder frei uns bewegen. Der Lockdown ist so, wir können nicht zurück. Das ist ja das Schöne. Haben wir noch Lockdown? Ja, wir können nicht zurück. Ja, er sitzt immer noch hier fest. Ja, das ist gut so. Zum Wohl.